Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Das ist ein Video, wo ich predikte. Nicht, dass mein Video in die Trends kommt, aber das ist so in die... Nein, eigentlich habe ich keine Ahnung, ob das irgendwie in die Trends kommt. Ich muss meinen Ventilator ausmachen. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Und zwar mache ich heute mal einfach eine Reaction auf das neue Lied, auf das neue Album von Taylor Swift. Okay. Keine Ahnung warum, ich mag Taylor Swift, also von allen Pop-Liedern, Sängerinnen, die ich so höre, beziehungsweise allgemein von den Musikern, ist Taylor Swift so mein absoluter Lieblingsstar noch. Okay. Seit 3 Jahren ist jetzt kein Album mehr gekommen, zwischendurch nur einmal von Taylor Swift mit dem, scheiße, wie heißt das denn jetzt nochmal? Mit dem Say. Ja, man merkt, ich bin auf jeden Fall der größte Fan. Ich weiß nicht, wie das Lied, I Don't Wanna Live Forever, genau. I Don't Wanna Live, ja, richtig. Ich kam nicht drauf. So, klar, genau. Ich mache einfach mal eine Reaction. Ich muss das Lied übrigens dabei ausmuten. Das ist gut, eine Lied-Reaction, wo ich das Lied ausblende. Kann man machen. Merkt man meinen Qualitäts-Content auf jeden Fall. Aber ich wäre halt nicht die Gamer, ne? Wir könnten eher theoretisch auch noch auf Propa oder Leon Mascheas Distrack. Ja, das ist schon mal schlecht, da gebe ich ein Dislike. Da ist die Meinung, habe ich mir auf jeden Fall gebildet. Dann, also Qualitäts-Content, Zugpferd im Hintergrund, läuft, die Kiste hier, das ist nicht aufgeräumt, nee, im Hintergrund das Amazon-Paket, läuft alles, Qualität ganz oben bei mir. So, ich würde sagen, Taylor Swift, ich habe dieses Lied noch nie gehört und mal gucken. Ja, so kann man das auch machen. Ja, was damals die Anspielung bei Blank Space auf das Death Note war, ist es jetzt auch, oder wie? Ich meine, okay, jetzt ist es nur noch rot markiert, ja, aber die Zeile... Ja, da ist Qualitätscontent mit dem Donner im Hintergrund, das läuft, das ist gut, das steht auf jeden Fall für 5 Sterne YouTube.
Aber in yours is in red underlined. Ja, geht in die richtige selbe Richtung. Ja, was soll ich sagen? Ja, ich finde, es ist auf jeden Fall natürlich ein komplett anderer Stil. Wet und 1989 waren ja richtig in die Richtung Pop, nachdem sie ja früher war sie ja Country, jetzt war sie Pop. Und das geht so in die Richtung Clubbing. Sound, würde ich jetzt mal schätzen. Ich bin kein Musikexperte, Gottes Willen, kein bisschen. Aber für mich geht es in die Richtung Clubbing. Ich finde das Musikvideo okay, ne? Also es ist jetzt, Mini Halfway ist natürlich immer noch besser, klar. Aber das, ich mag so diese Stilrichtung, wie es in Grim Fandango, ich weiß nicht, wie man diesen Zeichenstil nennt, geht. Ich weiß da nicht, auf was das anspielen will. Look what you made me do. Mit dem, wo ist die Stelle gewesen? Die war relativ hier. Da war es doch gerade. Die. Where's the old Taylor? Gone? Been gone? Genau, Yeah, I'm sorry, but the old Taylor can't come to the phone right now. Why? She's dead. Beste Zeile im Lied, fand ich. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich weiß noch nicht, nimmt sie damit irgendwie ihre Situation auf, dass sie ihr Image ändern will? Ich meine, das hat sie ein bisschen, ne? Früher die langen, blonden, naturblonden Haare, ganz schöne Haare, wellig, alles gefallen, ne? Ich sag nur, das White Horse Lied war sinnbildsprechend für ihr Aussehen. Dann natürlich jetzt geändert die Schulter, maximal schulterlangen Haare, weiß, schwarze Lippenstifte, etc. in die Richtung gehend. Ist natürlich ein radikaler Schnitt. Spielt für mich darauf an. Gut. Ich freue mich über das Wetter. Ich weiß aber nicht. Aber mir fehlt irgendwie der Grund. Also ich sehe, es ist passiert, aber nicht. Warum? Das fehlt mir irgendwie in dem Lied. An sich, ja, es ist nicht so, also der Beat im Hintergrund, ja, das ist so Clubbing, so Hintergrund, aber es läuft halt wirklich nur im Hintergrund. Wenn du das hörst, du hast halt nicht wie in, ich sag mal, die letzten großen Lieder jetzt in Blank Space, ganz gut, ne, oder irgendwie diese Lieder, die halt so Boom machen, halt, also so von der, ja, die halt wirklich
Pforte sind. Dieses Lied kommt mir ja ziemlich piano vor. Das ist halt wie. Look what you made me do. Das ist halt nicht sehr. Das hält sich dezent. Und. Naja. Es geht die Reaktion, ja. Nicht schlecht. Ich freue mich, dass ein neues Album kommt. Wenn das ganze Album so wird, ich frage mich, wie man daraus Live-Auftritte macht. Vielleicht mit so einer Art Krimi-Show, tatsächlich. Irgendwie oder so ein bisschen in die Richtung gehen. Aber du kannst halt nicht wie, also bei, keine Ahnung, Shake It Off, kannst du draufgehen und twerken. So. Das ist halt einfach bei dem Lied, wenn ich mir da eine Live-Act vorstellen müsste, initiieren. Schwieriger auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall dieses Video komisch. Wird geschnitten. Es hat nochmal geblitzt. Es donnert gleich nochmal. Qualitätscontent heute wieder am Start. Auf jeden Fall. Taylor ist in der Beschreibung. Auf jeden Fall verlinkt. Ich. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt ein paar Aktien von Anheuser-Busch kaufen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Klar nenne ich dich dann Hurensohn.